Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal möchte ich euch was zeigen, das kennt ihr wahrscheinlich nicht aus Java oder so einer Sprache, denn das gibt es da nicht. Und zwar Standardargument Inhalt. Also wenn ich jetzt diesem n standardmäßig einen Wert zuweisen möchte, falls der User nichts angibt, dann kann ich das tun in Python. Das kann ich in vielen anderen Sprachen nicht tun. Oder eigentlich in den allermeisten Sprachen kann man das nicht machen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Dann kann man sicher gehen, okay, wir können hier gleich mal ein n zuweisen, falls der User zu blöd ist und sich nicht selber ein n aussuchen möchte oder falls, keine Ahnung, er gerade kein n zur Verfügung hat. Dann können wir hier einfach eins angeben und er benutzt es einfach standardmäßig, wenn er kein anderes angibt. So funktioniert es. Also ich kann jetzt hier einfach sagen, n gleich 5. So, wenn ich jetzt fib von 100 aufrufe, funktioniert das immer noch wunderbar, so wie vorher, nämlich gar nicht. Falls ihr das letzte Video geguckt habt, weiß ich ja nicht. Die Funktion war einfach zu ineffizient, deswegen probiere ich das jetzt hier mal mit 10. Und ja, wenn ich das jetzt ausführe, kommt 55 raus. 55 ist jetzt nicht unbedingt Fibonacci von 5, sondern eher Fibonacci von 10. Das sage ich euch jetzt einfach mal so. Vielleicht wird es eindeutiger, wenn ich hier eine kleinere Zahl reinmache. Hier haben wir schon 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir jetzt hier einfach mal die sechste Fibonacci-Zahl, packen die hier rein und führen das aus. So, und jetzt kommt 8 raus. Das ist die sechste Fibonacci-Zahl, wie wir gerade gesehen haben. Wenn ich jetzt hier aber einfach nur fib ohne irgendein Argument aufrufe, dann wird hier n standardmäßig auf 5 gesetzt und es wird die 5 auch ausgegeben. Denn die fünfte Fibonacci-Zahl, wie wir hier sehen können, ist 5. So, das ist jetzt natürlich alles schön und gut, aber was mache ich, wenn ich mehrere Argumente habe? Ich kann jetzt hier natürlich auch noch so ein i haben und ich kann j haben, was weiß ich. Und ich rufe hier einfach immer die Fibonacci-Folge ohne irgendwelche Argumente auf. Naja, dann habe ich ein Problem, weil dann kriege ich einen Fehler. Denn ja, ich muss natürlich alle, die ich nicht standardmäßig definiert habe, also i und j in unserem Fall, muss ich hier reinpacken. Und wenn ich jetzt das hier so angebe, dass ich hier zum Beispiel 2 und 3 habe, dann können wir das aufrufen und sehen, wir kriegen immer noch einen Fehler. Ja, warum denn? Ich habe doch jetzt hier zwei Argumente angegeben, nämlich das für i und für j. Ja, aber der Compiler weiß nicht, dass ihr i und j angegeben habt, denn der Compiler denkt, ihr gebt von links nach rechts einfach die Argumente an, sprich n, i und j fehlt. Das Problem ist dann aber, n hat einen Standardwert, j hat keinen. Das heißt, j darf nicht fehlen, n darf fehlen. Und deswegen gibt es da so eine kleine Richtlinie. Die Sachen, die man irgendwie standardmäßig angeben kann, also sowas wie n gleich 5, wenn das der Standard ist, dann nehmt ihr das immer als ganz rechtes Argument. Und alles, was nicht standardmäßig angegeben ist, schreibt ihr weiter nach links. Das heißt, ihr habt, wenn ihr das jetzt so aufruft, habt ihr i ist gleich 2 und j ist gleich 3. Und n habt ihr nicht angegeben, das ist dann einfach standardmäßig auf 5 gesetzt. Und so funktioniert das Ganze dann. Ich meine, es interessiert uns jetzt natürlich nicht, was irgendwie i und j tut, weil wir die gar nicht angegeben haben. Und logischerweise wird jetzt hier auch ein Fehler geschmissen, denn wir haben hier drin in der Rekursion haben wir nur einen Argumenttyp angegeben. Aber das ist jetzt auch gerade nicht relevant oder sowas. Es geht einfach nur darum, ihr schreibt das, was ihr standardmäßig angebt, also mit einem Default Value quasi, das schreibt ihr nach ganz rechts und alle anderen Argumente schreibt ihr nach ganz links. So, jetzt gibt es da noch ein paar andere Sachen, die ihr beachten müsst. Das werde ich euch natürlich auch noch alles sagen. Und zwar könnt ihr natürlich auch Funktionen definieren, die irgendwie hier einen Standardwert als Variable haben. Also sagen wir mal, wir haben irgendwo ein i definiert und benutzen das jetzt hier als Standardwert für dieses n. Naja, gucken wir mal, was passiert. Wir sagen einfach mal hier, okay, i gleich 5. So, dann wissen wir, dass bei dem Fibonacci-Aufruf hier unten 5 rauskommen sollte, wenn wir jetzt i gleich 5 gesetzt haben. Das haben wir ja schon ausprobiert. Und es kommt auch 5 raus. Das heißt, diese i gleich 5, das gilt noch hier unten. Und wenn ich das hier zuweise, dann funktioniert das soweit auch. Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, hier unten, ich mache das gerade mal raus, und sage hier i gleich 5, dann sehen wir Folgendes. Wir haben ein Problem, nämlich i ist nicht definiert. Das heißt, der Compiler geht im Prinzip immer noch von oben nach unten durch und definiert eure Funktion. Aber er hat hier, also er möchte hier diesem n einen Standardwert zuweisen, nämlich i, aber er hat kein i gefunden. Das i wird ja erst hier unten definiert. Und deswegen haben wir da so ein kleines Problem, wenn wir das machen.
Deswegen muss i dann unbedingt vorne dran definiert sein. So, und jetzt möchte ich euch noch zeigen, was passiert, wenn wir i gleich 5 hier oben setzen. Dann ist die Variable definiert. Und hier unten ändern wir das Ganze jetzt auf 6. Dann passiert nämlich Folgendes. Und zwar, es kommt immer noch 5 raus und nicht 8. Denn wir nehmen hier einfach das i, was wir bisher definiert hatten. Also nicht den Wert, den wir am Ende irgendwann mal rauskriegen, sondern das, was vorne dran irgendwie berechnet wurde. Ich kann hier auch i plus gleich, i gleich, keine Ahnung, 6 machen und dann wird die 6 genommen. Denn immer der oberste Wert, also quasi, wenn ihr in dem Programm von oben nach unten durchlauft, der Wert, der dann als letztes hier galt, der wird genommen. Gut, ja, da gibt es aber auch noch so ein paar andere kleine Problemkinder, die ich euch noch zeigen sollte. Und zwar hatten wir bisher immer nur mit solchen Werten, Integer-Werten oder sowas zu tun. Was passiert denn, wenn wir Listen als Werte nehmen? Und zwar geht es auch. Ich werde jetzt einfach mal hier i gleich 5 reinmachen und eine neue Funktion schreiben, das geht ja genauso. Und zwar def, ich sage einfach mal f für Funktion, das hat man ja häufig. Und dann sagen wir hier l für eine Liste, deswegen schreibt man es auch meistens groß, ist gleich und dann leere Liste. So, der Default-Wert ist jetzt eine leere Liste. Okay, dann schreiben wir das Ganze als Funktion und rücken natürlich ein, wie immer. Und sagen L. Und jetzt haben wir eine Listenfunktion append. Ich weiß nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann sagen wir hier einfach, okay, wir hängen 5 ran. So, und dann geben wir diese Liste zurück. Return L. So, und was wir jetzt tun, wir lassen das hier mal weg. Und übrigens wundert es mich, dass das hier einfach so funktioniert hat, ohne mir einen Fehler zu schmeißen. Denn ich habe die Werte hier gar nicht rausgelöscht. Naja, lassen wir das mal drin. Machen es raus, besser gesagt. Und dann machen wir hier Print. Und zwar Print von dieser Liste. Und dann F von 1 einfach mal. So. Und danach direkt, ja, wobei ich zeige es euch erstmal, was dabei rauskommt. F von 1. F von gar keinem Argument. Wir brauchen ja hier kein Argument. So. Wir sagen, okay, wir weisen eine leere Liste zu. Und wir hängen 5 dran. Eigentlich könnte man hier 42 benutzen. Es ist eh egal, was da dran gehängt wird. Gut, und dann geben wir diese Liste zurück. Also natürlich kann eine Liste auch ein Return-Wert von der Funktion sein. So, wenn wir das jetzt ausführen, dann passiert Folgendes. Wir kriegen einmal eine Liste von 42. Gut, was passiert, wenn wir jetzt diese Funktion hier nochmal aufrufen? Naja, wir führen sie aus und sagen, okay, wir kriegen eine Liste, und zwar von 42,42. Hä, wieso denn das jetzt? Naja, das Ergebnis, wenn es eine Liste ist, wird es geshared zwischen diesen einzelnen Dingern. Und das heißt, wir werden hier, also wir haben hier dieselbe Liste. Im Prinzip, wenn wir die Funktion zum ersten Mal aufrufen, haben wir dieselbe Liste, also quasi eine Referenz auf diese Liste, einen Verweis darauf, der am Anfang natürlich eine leere Liste ist. Und dann hängen wir 42 an und dann steht plötzlich in diesem Verweis drin, steht eine 42. So, und dann rufen wir hier das nochmal auf und kriegen denselben Verweis wieder. Ja, aber da steht schon eine 42 dran und append macht einfach, fügt einfach noch eine 42 hinten dran. Das heißt, wir haben am Schluss hier in diesem zweiten Aufruf denselben Verweis auf dieselbe Liste wie in dem ersten Aufruf. Und das ist natürlich ein Problem. Manchmal möchte man das nicht, deswegen immer schön vorsichtig sein, was ihr hier mit Default-Argumenten macht. Aber wenn ihr so normale, primitive Zahlen nehmt, dann ist das alles kein Problem. Was auch meistens der Fall sein sollte. Falls ihr das dann dennoch umgehen wollt, dann macht ihr einfach einen Trick. Und zwar sagt ihr, okay, L ist einfach mal None. Das ist so viel, falls ihr Java kennt, ist es null. Oder einfach mal, falls ihr keine andere Programmiersprache kennt, das ist einfach ein Nichtswert, also wirklich nichts, gar nichts. Nicht irgendwie eine Null, sondern einfach, er zeigt auf gar nichts. Er ist nicht initialisiert, das heißt, es hat noch keinen Typ, es hat gar nichts. So, und dann sagen wir hier, okay, wenn, upsala, einrücken natürlich, wenn die Liste, und in diesem Fall muss man das Schlüsselwort is benutzen, none. Wenn das der Fall sein sollte, dann initialisieren wir die Liste L gleich neue Liste. Und dann erst sagen wir, also ihr seht, das hier ist außerhalb der If-Schleife, hier hört die If-Schleife danach auf. Und dann sagen wir, okay, wir fügen 42 an und dann geben wir L zurück. Das Gute daran ist jetzt, dass wir einfach sagen, okay, wir nehmen einen Default-Wert von der Liste
Und zwar setzen wir den auf gar nichts. Und falls das der Fall ist, dann machen wir eine neue Liste draus. Das heißt, wir erzeugen wirklich eine komplett neue Liste durch diesen Aufruf hier. Nicht, also dadurch, dass die halt immer nur einmal initialisiert werden, würde das sonst oder halt passiert das, was wir vorhin gesehen haben. Deswegen sagen wir hier, okay, wir machen sie auf jeden Fall neu. Wir machen quasi eine komplett neue Liste drauf. Das ist dann auch eine neue Referenz. Und dann erst fügen wir diesen neuen Wert hinzu und dann geben wir den zurück. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann kriegen wir zweimal eine einfache Liste mit 42. Das heißt, immer schön vorsichtig sein. Die Standardargumente hier oben werden nur ein einziges Mal initialisiert. Und zwar, wenn man das erste Mal durch den Code durchgeht und danach nie wieder. Das heißt, ihr habt dann wirklich eine fixe Referenz darauf, falls ihr nicht so einen Trick hier macht. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt es verstanden. Ansonsten schreibt mir Kommentare, geht natürlich wie immer. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.